Datenpolitik ist auch ein sehr, sehr großer Begriff und ich habe mir erlaubt, es in drei Bereiche zu strukturieren. Und zwar einerseits die Fragestellung, inwieweit hat nicht Politik sehr stark beeinflusst die Digitalisierung, es ist vor kurzem angesprochen worden, nicht die Informatik, die sich dafür auch verantwortlich fühlt. Vielleicht ist es auch die Politik, die die Fördergelder zur Verfügung gestellt hat. Also genau das ist ein Punkt, den ich damit aufgenommen habe. Also die Frage, welche politischen Entscheidungen haben zur Digitalisierung geführt, zur Vernetzung geführt, so dass wir heute diese Tragweite diskutieren, inwieweit Digitalisierung und Algorithmisierung Gesellschaft vielleicht neu ordnet. Das zweite ist nur ein ganz kurzer Blick hinein in die Regulierung von Daten, also ein ganz kurzer Abriss. Und dann die letzte und spannendste Frage, nicht die Nutzung von Daten zur politischen Steuerung oder steuert da und wie steht das Verhältnis zu der algorithmischen Steuerung und welche Handlungsräume eröffnen sich für uns und welche Handlungsräume werden dadurch eventuell auch geschlossen? Ich glaube, der geht definitiv nicht. Ah, doch, on. Ja, digitales Fundament habe ich erlaubt, mir es zu nennen. Und das ist ein bisschen ein Flug. Einige Geschichten haben Sie sicher schon gehört, die eine oder andere vielleicht noch nicht oder nicht von der Seite betrachtet. Das digitale Fundament, das entstanden ist, vielfach durch politische Entscheidungen, die vielleicht der ein oder andere Forscher, Forscherin vielleicht auch mal auf ein Blatt Papier gezeichnet hat, in einer Skizze, aber ermöglicht worden sind viele der technologischen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten durch militärische Fördermaßnahmen. Und wenn wir da zurückdenken, die meisten von Ihnen werden es wissen, nicht, da war es die Bedrohung der atomaren Auseinandersetzung und die damaligen Kommunikationsnetze waren hierarchisch aufgebaut. Daher war die Fragestellung, wie können wir dezentrale Netze bauen, die einen Ausfall von mehreren zentralen Knoten eventuell auch verkraften können. Und insofern hat aus dem Forschungstopf der ARPA wurden die ersten Projekte mit auf den Weg gebracht und somit wurde eigentlich die Basis gelegt für die Vernetzung von Daten. Hat dann einige Jahrzehnte gedauert, bis es die Reife bekommen hat, sodass es tatsächlich auch die Gesellschaft erreicht hat. Aber die Grundsteine sind auf Basis einer politischen Entscheidung, auf Basis eines Bedrohungsszenarios gestartet worden. Zur Reife ist es gebracht worden, eigentlich erst dann 1993 durch Al Gore, durch das National Information Infrastructure Program, das er als Vizepräsident vorangetrieben hat. Da findet sich interessanterweise auch das erste Mal der Begriff des E-Governments. Also wenn man da hineintaucht, da findet man in einem der Unterkapitel den Begriff des E-Governments. Das war aber nicht die große Leistung, aber das, was dieses Programm vorangetrieben hat, war die Monetarisierung, war die Kommerzialisierung eines Netzes, das bis zu diesem Zeitpunkt nur der Wissenschaft zur Verfügung gestanden ist und hat somit den ganz zentralen wiederum Grundstein gelegt für das, was wir heute völlig selbstverständlich verwenden, auf der gesamten Welt. Es hat unmittelbar dazu geführt, dass es auch zu einer hohen Verbreitung in anderen Ländern in Europa und darüber hinaus dann gekommen ist. Ähnlich auch ein weiteres Beispiel, das Philipp und ich immer wieder auch in Diskussionen bringen, ist das, was wir auch ganz selbstverständlich tagtäglich in unseren Mobiltelefonen verwenden. Das ist das GPS-Signal. Das war auch ursprünglich rein dem Militär vorbehalten. Es war nicht für die kommerzielle Nutzung gedacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als 1983 es zu einem Flugzeugabschuss gekommen ist, der South Korean Airline, wo die Streitigkeit entbrannt ist, ist dieses Flugzeug ist dieses Flugzeug ein Spionageflugzeug, wie von der UdSSR damals behauptet, oder ein Passagierflugzeug, das auf einem Abweg war. Nichtsdestotrotz, also es konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber die politische Konsequenz war daraus, dass die Entscheidung war, dass GPS-System auch für die zivile Nutzung zugänglich zu machen. Hat ein paar Jahre gedauert, bis es dann die Reife gehabt hat, sodass es tatsächlich ausgerollt werden konnte. Aber auch das war eine ganz maßgebliche Entscheidung, die ebenfalls
A, ein politisches Fundament hat und B, auch aus, direkt aus der militärischen Forschung gekommen ist. Ein anderes Fundament war, und jetzt springen wir ein wenig, also wir sehen die ersten Elemente, die ersten Bausteine, auf denen wir heute stehen, die unser Fundament darstellen, kamen aus der, quasi aus der militärischen Forschung oder finanzierten Forschung. Das nächste Element, das heute ein ganz zentraler Spieler ist oder Grundstein ist und auch ihn immer wieder zu Diskussionen führt, inwieweit wir nicht hier von einem Monopol sprechen, war Google, nicht? Also Sergey Brin und Larry Page, die Welt vermessen wollten. Eigentlich wollten sie ja nur ein paar Crawler, oder sie haben ja eigentlich nur ein paar Crawler losgeschickt, um die digitale Welt zu vermessen. An sich ein sehr heroisches Ziel. Daraus ist was ganz anderes geworden, mit dem sie nicht gerechnet haben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie auch noch nicht damit gerechnet, dass sie die Werbeindustrie auf den Kopf stellen werden mit ihren werbefinanzierten Schaltungen, die sie damals ganz anders gestaltet haben als alle anderen Mitspieler, die damals ebenfalls schon Suchmaschinen gesetzt haben. Die Frage ist, warum haben sie es kommerzialisiert? Nicht? Also hätte ja auch eine andere Entscheidung sein können, dass sie sagen, wir kommerzialisieren es nicht, wir stellen es einfach frei zur Verfügung als offenen Code. Sie haben sich dagegen entschieden, jetzt ist es ein Weltkonzern. Ganz anders im Fall von Wikipedia. Hier war es eine ähnliche Geschichte, eigentlich durch Zufall, also eigentlich auch ein Projekt entstanden, das Newpedia geheißen hat, das eigentlich gescheitert ist. Also Newpedia hatte den Ansatz, elektronisch, mit rein elektronischen Prozessen eine Enzyklopädie zu schaffen, allerdings mit sehr traditionellen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also der Qualitätssicherungsmaßnahme war so aufgesetzt wie traditionelle Publikationen über mehrere Review-Prozesse. Hat aber dazu geführt, dass nicht die Finanzkraft vorhanden war, diese Review-Prozesse zu finanzieren. Das wiederum hat dazu geführt, dass dieses Projekt eigentlich so gut wie vorbei war. Und in einer Diskussion mit einem Open-Source-Freund sind sie auf das Projekt aus der Open-Source-Welt gestoßen, dass es dort die Problematik gab, wie können wir, wenn wir dezentral unsere Software entwickeln, diese auch dokumentieren. Und aus dieser Motivation heraus, aus der Open-Source-Community, wurde die Software Wiki entwickelt, Wiki, also schnell dokumentieren. Und ein gescheitertes Projekt in Kombination mit schnell Wiki wurde Wikipedia und hat auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, von den Personen, die es initiiert haben, keiner damit gerechnet, dass das eine derartige Tragweite bekommt. Das ist wiederum ein Fundament, Baustein ist unserer digitalen Gesellschaft. Es ist die Weltbibliothek, die Zugang zu Wissen geschafft hat, weltweit inzwischen in über 200 Sprachen. Und die völlig frei nutzbar ist, wo die Nutzungsrechte tatsächlich allen gehören. Also wir können hier von eigentlich der größten digitalen Allmende, einer der größten digitalen Gemeingüter sprechen, die über interessanterweise auch ein sehr sauberes Lizenzmodell gelöst worden sind, welches abgeleitet wiederum eigentlich aus der Open-Source-Welt wurde. Und hier sehen wir, die Kommerzialisierung hat hier nicht stattgefunden. Es ist ein gemeinnütziger Verein mit unterschiedlichen Vereinen weltweit. Die Inhalte stehen allen zur Verfügung, können somit frei genutzt werden. Also es war die Entscheidung an einer Weggabelung, wo man sich dafür entschieden hat, es nicht zu kommerzialisieren oder vielleicht auch gar nicht den Business Case damals gehabt hätte, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass wir heute dieses unglaubliche digitale Gemeingut haben. Wenn ich von der Geschichte noch eins zurückspringen darf, ähnlich spannend war ja eigentlich die Entwicklung des Protokolls HTTP, wo die Frage ja auch war, wer hat eigentlich die Nutzungsrechte daran, und die Nutzungsrechte hätte rein theoretisch CERN gehabt. Die wollten halt Gott sei Dank es nicht finanziell verwerten. Und in weiterer Folge ist der W3C entstanden, die es frei zur Verfügung gestellt haben und somit eine Beschleunigung, Verbreitung dieses Protokolls ermöglicht hätten. Hätte man sich für eine Kommerzialisierung entschieden,
dann wäre die Folge gewesen, dass wir viele, viele kleine Kleingärten gehabt hätten, die miteinander nur schwer Informationen austauschen hätten können. Ja, und 9-11, da fallen wir jetzt wieder in die militärische Forschung zurück, war einerseits die Legitimation, dass Überwachung in einem großen Stil digital gestartet werden konnte, also Legitimation durchaus auch, dass die US-Bevölkerung das befürwortet hat, in welchem Ausmaß das gestartet worden ist, zu dem Zeitpunkt war vielleicht noch nicht bewusst, kam aber auch die Legitimierung, also die ganz klare gesetzlichen Rahmenbedingungen, die beziehungsweise ein zweites Mal auch noch nachgeschärft worden sind und in weiterer Folge die Fortentwicklung und Weiterentwicklung der Technologie, um große Datenmengen auswerten zu können, ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Technologien weiterentwickelt worden sind und diese Kapazitätskraft haben oder Kapazitätsumfang, die sie heute in sich tragen. Ein Teil bisher haben wir sehr viel von Infrastruktur, von Protokollen, die entwickelt worden sind und von Services. Das vierte Element, das ich hier ansprechen möchte und das natürlich auch sehr, das im Kern auch die Daten anspricht, war das Open Government Memorandum von Obama. Es war seine erste Unterschrift, die er getätigt hat, als er ins Weiße Haus eingezogen ist, was durchaus sehr überraschend war für viele, dass das sein erster Rechtsakt ist, dass er ein Open Government Memorandum unterschreibt, das vielleicht ein paar Aktivisten in Washington D.C. Sich gewünscht hätten, aber nicht erwartet hätten, dass das tatsächlich passiert, dass einer der wirtschaftlich stärksten Mächte und Wirtschaftsräume weltweit sich dem Open Government Memorandum widmet. Gibt inzwischen, also es ist auch in Vorbereitung, ein Buch, wo die Geschichte von Open Government ein bisschen beleuchtet wird und auch versucht wird herauszufinden, was die Motivation war von Obama, dieses Thema so zentral in seine erste Legislaturperiode zu stellen. Eine der Überlegungen war, dass aufgrund der vielfältigen Programme, die er umsetzen wollte, er mit diesem Programm vor allem die Unterstützung seiner Wähler und Wählerinnen gewinnen wollte, um innenpolitische Maßnahmen umsetzen zu können. Letztendlich waren viele Elemente, vor allem im partizipativen Bereich, beinhaltet, die zu keiner großen Veränderung geführt haben. Aber gerade im Bereich von Open Government Data hat es zu einer weltweiten Welle geführt von Policy-Änderungen. Zuerst sicher stärker in den westlichen Demokratien. Das Thema ist aber interessanterweise, hat nicht Halt gemacht bei den westlichen Demokratien, sondern es ist genauso aufgenommen worden, durchaus von auch autokratischen Systemen, womit auch die Frage beantwortet, eigentlich ziemlich klar beantwortet ist, ob Open Government Data eine reine Frage von Demokratieerweiterung ist oder Stärkung von Demokratie oder ob es nicht auch ein Mittel ist, um Dinge zu ermöglichen, um politische Ziele zu ermöglichen, also eigentlich eine strategische Art von Offenheit. Und wenn Sie das in China betrachten oder in Russland, in China besonders ausgeprägt, dann werden da ganz bewusst Daten veröffentlicht, mit welchen auch wiederum Druck und Kontrolle auf Verwaltung ausgeübt werden kann, weil das Interesse der Zentralregierung ist ein funktionierendes Verwaltungssystem. Und in diesem Zweck stellen Sie genau in den politisch unsensiblen Bereichen geradezu Daten zur Verfügung, um auch wiederum einen Druck auf die lokalen Behörden ausüben zu können. Die Open Government Data Community, die war auch in diesem Bereich immer, ja, kann man fast sagen, zweigeteilt. Es gab die Teile, die sehr stark die Idee des Informationsfreiheitsgesetzes vorangetrieben haben. Wenn Sie Hamburg vergleichen oder wenn Sie Hamburg betrachten, dort finden Sie vor allem primär unstrukturierte Daten auf dem Open Government Data Portal, weil dort die Verträge veröffentlicht werden, weil die Hamburger Stadtverwaltung oder die Hamburger Verwaltung sich dazu verpflichtet hat und Politik verpflichtet hat, alle Verträge zu veröffentlichen. Währenddessen in der Stadt Wien wurde eher dieser strategische Ansatz gewählt. Dort finden Sie primär strukturierte Daten auf den Datenportalen, die vor allem dann in Applikationen genutzt werden können oder zu Visualisierungen genutzt werden können. Auch hier sehen wir aus einer durchaus auch hohen Eigenmotivation der Obama-Administration heraus eine Welle, die zu einer Veränderung
in Bezug auf, wie sehen wir Daten aus Sicht des öffentlichen Sektors geführt hat. Besonders schön sieht man das dann im zweiten Abschnitt, darauf werde ich dann noch einmal zurückkommen. Ja, 2005 Facebook gegründet, auch schon das war einer der ersten, damals hieß es noch Web Facebook, als tatsächlich in der ersten Phase nur Universitäten angeschlossen worden sind an das System, wo der Sinn und Zweck eigentlich war, das Netzwerk an der Elite-Unis aufrecht zu erhalten. Also Sie kennen diese berühmten Jahrbücher vielleicht aus den Filmen, wo die Abschlussklassen die Fotos, Kontakte vorfinden können. Allerdings halt mit dem großen Nachteil, dass dieses gedruckte Medium halt sehr schnell an Qualität verliert. Und da war die Idee, um die Netzwerke aufrechtzuerhalten, es über Facebook darzustellen. Auch hier die Frage, hätte man sich, das ist das Schöne, glaube ich, an diesem Beispiel, wo man sieht, das hängt sehr stark auch von den Persönlichkeiten ab, wofür entscheidet man sich? Und entscheidet man sich dafür, dieses Service als Open Source zur Verfügung stellen und einer breiten Gemeinschaft, die es weiterentwickelt, oder geht man den Weg der Monetarisierung? Und in dem Fall kennen wir die Antwort, man hat den Weg der Monetarisierung, der Monetarisierung gewählt, auch zu jedem Preis, also wie wir aus den internen Memos, auch der dateninternen Politik von Facebook erfahren durften in den letzten Monaten, wo in einem der internen Memos war, also dass die Maxime ist Wachstum, unabhängig davon, welche Konsequenzen damit verbunden sind. Und die Ergebnisse sehen wir heute, wie ihr, die uns, glaube ich, damit etwas detaillierter beschäftigt haben in den letzten Jahren, sind darüber jetzt, glaube ich, weniger überrascht, die Öffentlichkeit doch sehr stark. Aber es ist eines der ganz zentralen, Fundamentteile unserer digitalen Welt, mit der wir jetzt auch lernen müssen, zu leben und zu entscheiden, wie gehen wir mit diesem Fundament oder mit diesem Fundamentteil um. Ja, und 2007 ist alles in die mobile Welt gewandert, nur stellvertretend dafür, dass das einfach die Kehrtwende war dafür, wie wir Mobiltelefone verwenden. Es hat dazu geführt, dass wir letztendlich heute und eine gesamte Gesellschaft über mobile Endgeräte 24 Stunden, 7 Tage die Woche vernetzt ist, und das nicht nur in den hochentwickelten Staaten, sondern das weltweit. Und somit die Digitalisierung tatsächlich in die Hosentaschen, wenn ich es ja salopp sagen darf, der Gesamtbevölkerung hineingewachsen ist. Wie regulieren wir Verarbeitung von Daten? Also eine der ältesten, wenn man den Konflikt zwischen Sokrates und Platon noch mit hinzuziehen würde, dann könnte man noch weiter zurückgehen. Nicht? Also Sokrates war über die Idee von Plato, die Dinge zu verschriftlichen, nicht sehr begeistert, weil er gesagt hat, man verliert den Kontext. Nicht? Also durch die Formalisierung, das erste Mal das Problem der Formalisierung, durch die Formalisierung der Geschichte auf Papier wird der Kontext, nämlich der Diskussion, geht verloren. Und insofern, aber diese Seite, also diese Folie habe ich weggelassen. Aber das erste Element, das wir mal gefunden haben in einem Diskurs, war so Todesstrafe für Buchdruck durch Sultan Selim, der somit die Vervielfältigung von Daten bzw. Informationen damit reguliert hat. Wenn wir jetzt einen größeren Sprung machen, war sicher das Bundesdatenschutzgesetz. Und das, was ganz, ganz entscheidend und prägend bis heute in den Diskussionen, vor allem in Deutschland, war natürlich das Volkszählungsurteil, aus welchem die informationelle Selbstbestimmung abgeleitet wurde als eines der zentralen Grundrechte, aus dem aber inzwischen, glaube ich, auch viel mehr noch abgeleitet worden ist. Sie kennen sicher die Diskussion in Deutschland über die einheitlichen Personenkennzeichen, die ja in Deutschland nicht umgesetzt worden sind, die aber jetzt zu einem interessanten, natürlich auch durchaus Problem führen, auf das wir dann gleich stoßen werden. Und hier noch das Beispiel der Public Sector Information Richtlinie, die einen sehr interessanten Wandel hingelegt hat. In der ersten Variante 2003 war die Idee dahinter das New Public Management, und damit wollte man die Mitgliedstaaten dazu motivieren, die Daten zu verkaufen.
Also im Sinne von, denkt wie Unternehmen, ihr sitzt auf damals war es das Gold, heute war es das Öl, und wir wissen, dass beides natürlich die falschen Bilder sind, weil beides ist nur einmal nutzbar und kann einer Person zugeteilt werden, beziehungsweise auch nur einmal verbraucht werden. Das bedeutet aber letztendlich, dass 2003 die Idee eher war, dass man den Verwaltungen mit auf den Weg gibt, versucht wie Unternehmen zu denken und verkauft diese Daten. Also das war der Kern der Richtlinie aus 2003. Und 2013 hat man eigentlich eine komplette Kehrtwendung gemacht, eine politische, und hat dahinter, und jetzt springen wir wieder zum Open Government Memorandum der Obama Administration, die Kehrtwendung hin zu Open Data. Also das war die große Veränderung, die stattgefunden hat von 2003 auf 2013, womit eingeführt worden ist, dass nur noch zu Grenzkosten die Daten weitergegeben werden, also maximal Grenzkosten, also entweder unentgeltlich oder zu Grenzkosten die Daten weitergegeben werden. Aktuell befinden wir uns in der dritten Phase und Diskussion für die neue überarbeitete Richtlinie, die dann wahrscheinlich 2019, 2020 gültig sein wird. Und bei der Datenschutzgrundverordnung, da sehen wir die Wellen, also die geschlagen haben in den Diskussionen der letzten Monate und in unseren E-Mail-Postfächern, also keiner von Ihnen ist davon verschont worden. Und hier jetzt ein interessanter Punkt: Wie wollen wir den Usern, den Nutzern die Daten zur Verfügung stellen, ihnen die Datenhoheit geben, ihnen die Dateninteroperabilität zur Verfügung stellen, wenn wir sie nicht eindeutig identifizieren können? Und an dem Punkt wird es dann wirklich spannend, weil wir haben Informationen vernetzt, wir haben von Unternehmen wurden Menschen vernetzt, wir haben aber keine eindeutige Zuordnung der Person. Wir haben in Deutschland kein Personenkennzeichen. Wie soll eine Behörde eine Auskunft über die Daten geben, wenn sie keine eindeutige Zuordnung machen kann? Also wir sehen, dass das jetzt in einem spannenden Spannungsverhältnis eigentlich steht zum Volkszählungsurteil. Und diese Spannung muss man irgendwie auflösen, nicht? Also wenn wir den Nutzer und Nutzerinnen die Daten tatsächlich zurückgeben wollen, wenn wir ihnen Auskunft darüber geben wollen, welche Daten die Unternehmen, die Organisationen verspeichert haben, dann brauchen wir auch eine eindeutige Identifizierung der Person. Das ist besonders in Deutschland natürlich eine spannende Diskussion, die kann man dann vielleicht auch im Anschluss dann ein wenig eruieren. Daten als Ressource für Kontingenzmanagement, das ist jetzt der dritte kurze Abschnitt. Die Frage Freiheit, wir haben auf der einen Seite Freiheit, wir haben aber auch Störungen durch Unsicherheiten. Und diese Zweideutigkeit, die muss man irgendwie managen, nicht? Die muss man irgendwie bewältigen. Und das sind so die Elemente, die wir nutzen, um diese Kontingenzbewältigung als Gesellschaft auszutarieren. Das waren Glauben- und Deutungsschemas, das waren Staats- und Rechtssysteme und es waren vor allem auch Prognosesysteme. Und das sind jetzt die neuen Elemente, die sehr stark auch durch die Technologisierung möglich werden, Vorstrukturierung und Handlungsoptionen, Sie verzeihen meinen Tippfehler da drinnen, und automatisierte, regelbasierte Entscheidungen. Und auf das möchte ich jetzt vor allem auf die drei Elemente, also ich glaube, Glauben und Deutungssysteme, das kann man gut am See diskutieren, Staats- und Rechtssystem, sind wir uns einig. Die drei Punkte, die aus Daten sich besonders spannend sind, sind Prognosesysteme und Vorstrukturierung und automatisierte Regelentscheidungen. Die Ziele sind natürlich Reduktion von Unsicherheit, die Herstellung von Erwartbarkeit und die Ermittlung von Handlungsorientierung. Das sind da zentrale Elemente und Sie ahnen schon, dass das natürlich ganz, ganz eng verknüpft ist mit Daten, die vorhanden sind. Und das sehen wir auch an der Geschichte. Und das war eines der Elemente, die Staat genutzt hat, um eine gewisse Planung herstellen zu können. Und man hat den Zensus 1880 damals noch auf Papier durchgeführt. Da war aber schon absehbar, wenn man den Zensus noch einmal, man wusste, dass damals waren die Zeiträume 10 Jahre, wenn man den Zensus wieder händisch analysiert, auswertet, dann dauert es länger als 10 Jahre. Das hat dazu gezwungen, sich Maschinen zu entwickeln, die bei der Auswertung geholfen haben. Und das war dann tatsächlich eine der ersten Maschinen, die bei diesen statistischen Auswertungen geholfen hat. Also eine
ein großer Sprung für den Zensus. Die Qualität war allerdings noch immer überschaubar und 1929, große Depression, The Great Depression in den USA. Und die Frage des US-Präsidenten war, wie sollen wir mit diesen Zahlen die Zukunft planen? Also das kann eigentlich fast gar nicht sein. Das war der Zeitpunkt, wo das erste Mal die Statistik eine ganz große Bedeutung bekommen hat und das ursprüngliche Department hat aus 2 bis 3 Personen bestanden und innerhalb von wenigen Jahren ist es um die 500 Personen angewachsen, weil man es als Element erkannt hat, Politik auch zu steuern und es ist das GDP damals entwickelt worden. Das war so der Ausgangspunkt, wo man als Staat, als Regierung gesehen hat, wir brauchen ein Element, mit dem wir Politik auch gestalten können. In Österreich 2011, wiederum würde ich sagen ein kleiner oder ein größerer Sprung, wurde der Zensus erstmals über eine Registerzählung durchgeführt. Das bedeutet, es wurden 18 bis 28, also inzwischen könnten wir auch mehr Register noch dazu schalten, zusammengeschaltet, anonymisiert und die Daten der Statistik Austria zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich ein Quantensprung, weil es keine Tür-zu-Tür-Befragungen mehr gegeben hat, weil die Datenqualität natürlich eine ganz andere war. Man hatte eigentlich eine Vollerhebung aus den Registern heraus. Die Fehlerquote liegt da bei maximal 5 bis 10%, also wo die Zuordnung nicht eindeutig zu den Personen ist, weil die Register auch schon über die letzten 10 Jahre stark genutzt worden sind und somit die Datenqualität durch die Nutzung in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. Und das ist letztendlich rein nach dem aktuellen Gesetzesstand ist es noch immer eine vierjährige Phase, aber man könnte es natürlich auch täglich machen, nicht? Also man könnte täglich den Mikrozensus durchführen, täglich die Register abfragen und täglich Auswertungen führen. Das heißt, wir sehen, all diese Steuerungsmechanismen können natürlich mit der Technologie verfeinert werden und somit stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt in eine datengetriebene oder datenbasierte Politik gehen, inwieweit wir nicht eine durchgehende Evaluierung durch Datenströme sicherstellen können. Das heißt, das ist der klassische Policy-Cycle mit Agenda-Setting, der Diskussion, der Formulierung von Politiken, der Akzeptanz von Politik durch auch Entscheidungen, Bereitstellung der Mittel für die Verwaltung. Hier beginnt der Verwaltungsteil in der Implementierungsphase, Implementierung. Und am Ende haben Sie üblicherweise die Evaluation und die haben wir in diesem Cycle rausgenommen und gesagt, die Evaluierung findet nicht mehr am Ende statt, sondern es ist eine fortlaufende Evaluierung. Und in den jeweiligen Schritten gilt es zu definieren, welche Methoden nutze ich, um den Schritt bestmöglich zu unterstützen. Also ist es ein Beobachten beim Agenda-Setting der Social Media Sphere, ist es bei der Policy-Discussion vielleicht stärker die Diskussionen in den führenden Leitmedien, wie kann ich gemeinsam formulieren und auch wiederum Datennutzung über Datenvisualisierung herstellen und so weiter. Wenn man das in einen Gesamtfluss bringt, dann sehen wir 3 ganz zentrale Datenquellen. Das sind einmal die internen Daten, die vorhanden sind. Also das sind eher strukturierte Daten, kleinere Datensets, allerdings in hoher Qualität, wie wir das aktuell in Österreich, Dänemark oder Estland sehen. Wir haben externe Daten, die eigentlich recherchiert werden müssen, welche externen Daten können für den jeweiligen Zweck sinnvoll sein und wir haben auch Objekte. Und mit den Objekten ist gemeint unter anderem die dritte Welle der Vernetzung, dass wir jetzt beginnen, Objekte zu vernetzen, mit Sensoren auszustatten und über diese Sensornetze letztendlich dann auch sehr stark zu Echtzeitdaten zu kommen. Das klingt etwas abstrakt, ich bringe aber ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie in Österreich wurde vor 2 Jahren die Registrierkassenpflicht eingeführt. Das heißt, am Ende des Tages muss die Rechnung an das Finanzministerium geschickt werden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir daraus, wenn wir das bündeln würden und visualisieren würden, dann könnten wir den Pulsschlag der österreichischen und wir beschließen, dass wir nicht am Ende des Tages es abschicken, sondern wir schicken es in der Sekunde, wo die Rechnung anfällt, dann hätten Sie oder hätten wir einen Pulsschlag der gesamten Wirtschaftstransaktionen in Österreich im Dienstleistungs- und Handelssektor.
Wenn ich dann noch mich in die jeweiligen Branchen hineinsehe und das über einen längeren Zeitraum beobachte, bekomme ich sehr robuste Daten, um Prognosen erstellen zu können. Das könnte ich einerseits für die Politik verwenden, könnte ich aber andererseits natürlich auch wiederum der Wirtschaft über offene Daten anonymisiert zur Verfügung stellen, so damit sie ihre Planungen besser durchführen können. Das heißt, das wäre ein Beispiel von Objekten, die nicht dem Staat direkt zugerechnet werden, die aber er regulieren kann. Also im Sinne von, der Staat reguliert Objekte, die Echtzeit-Datenströme generieren könnten, beziehungsweise er setzt eigene Objekte ein. Wobei, die größere Fantasie ist dahinter, herauszufinden, welche Objekte sind vorhanden, die ich zusätzlich über Regulierung mit Sensoren ausstatte und somit Echtzeit-Datenströme generiere. Gesammelt in Daten, in unterschiedlichen Datenplattformen. Und dann kommt die Frage, wofür nutze ich es? Ich kann es fürs Monitoring nutzen, ich kann es für Diagnose nutzen, ich kann es für Simulation nutzen. Und für welche Art von Entscheidungen? Für evidenzbasierte Politikgestaltung. Da wären wir jetzt in den Elementen drinnen, die ich vorher kurz angeschnitten habe mit Prognose. Nicht, ob das jetzt die Statistik ist, ob das das GDP ist oder ob das jetzt die Registrierkasse ist als neueste Möglichkeit, die allerdings momentan nicht genutzt wird. Das ist jetzt Zukunftsmusik oder eine Idee für ein Monitoring. Ich kann über längeres Monitoring natürlich dann in weiterer Folge auch Diagnosen fahren und die Simulierung von, und das wird natürlich auch noch spannend, über von unterschiedlichen Szenarien mit den unterschiedlichen Methoden kombiniert, um der Politik eine bessere Evidenz zu geben, bessere Grundlage zu geben für ihre Entscheidung. Das zweite Element wäre die wirkungsorientierte Verwaltung. Das bedeutet, dass die Verwaltung, wenn sie ihre Maßnahmen setzt, diese auch viel besser beobachten kann, ob sie die politischen Ziele tatsächlich erreicht. Also nicht nur die Maßnahme setzen, das Geld für einen Zweck zur Verfügung zu stellen, sondern mitzumessen. Da muss ich aber vorher auch das Politikfeld vermessen mit Indikatoren. Mit diesen Indikatorensetzungen und der Beobachtung der Daten, der Veränderung der Realität kann festgestellt werden, wie, ob ich tatsächlich das politische Ziel, das hier beschlossen wurde, tatsächlich auch erreicht habe. Also das wäre so der spannende Zusammenhang, wo wir sehen, dass wir Daten für unterschiedliche Zwecke, zuerst für die politische Entscheidung, aber dann in weiteren Folge auch zum Messen der Aktivitäten, die auf der Verwaltungsebene laufen, mitzunehmen. Und das dritte wäre die klassische Verwaltungshandlung, da sind wir dann in der Durchführung beispielsweise von gewissen Gesetzen. Teilautomatisierung, das ist ein Thema, das eigentlich vielfach auch schon vorhanden ist, auch in Deutschland. Und wenn Sie beispielsweise an die Steuererklärung denken, die wird vollautomatisiert durchgeführt, ist ein regelbasiertes System, kann man gut abbilden, gerade hoheitliche Verwaltung, Verwaltungsverfahren in gut geschriebenen Gesetzen können über relativ einfache, wenn dann, Abfragen automatisiert werden. Fallbasierte bzw. Ermessensentscheidungen, da wird es schon etwas komplexer. Also können wir Algorithmen programmieren, die eine Ermessensentscheidung abbilden können? Spannende Frage, muss man, glaube ich, auch austesten. Da gibt es noch wenig gute Beispiele dazu, beziehungsweise mir ist noch keines bekannt. Vielleicht gibt es eins, aber wenn Sie eins kennen, dann vielleicht nachher gleich melden. Ja, und lernende Systeme, wo ich nicht mehr weiß, was in dem System passiert. Ich kann daher auch nicht mehr überprüfen, wie die Algorithmen arbeiten. Ich messe nur noch im Ergebnis. Das heißt, ich vertraue einer Blackbox, messe aber die Legitimierung des Algorithmus basiert über den Ergebnis-Output. Und die Nutzung, letztendlich, wenn wir dann in eine Mensch-Maschinen-Kombination kommen, entweder assistierend, teilautomatisiert oder vollautomatisiert. Das sind so die Varianten. Und jede dieser Entscheidungen verändert natürlich Realität. Und wenn Realität sich verändert, verändern sich natürlich auch die Daten im Hintergrund wieder. Und somit kommen wir zu einem schönen Regelkreis, spannenden Regelkreis, wie man Staat, das ist natürlich jetzt auf einer abstrakten Ebene, aber wie Staat unter Umständen in wenigen Jahrzehnten gesteuert werden könnte über automatisierte Datenflüsse, automatisierte Entscheidungen und Unterstützung von politischen Entscheidungen und Verwaltungsentscheidungen. Das gehe ich schneller durch. Das ist nur ein Ablauf, wie man sich ein regelbasiertes System vorstellen kann. In Österreich wird das Familiengeld vollautomatisiert, ohne Antrag ausbezahlt. Und zwar, das ist vielleicht der spannendste Punkt an dieser Geschichte, weniger an der Ablauf. Mit der Geburt des Kindes und der Aufnahme der Daten
möchte Staat natürlich diese Realität abbilden, um dann festhalten zu können, das Kind wurde geboren am, das ist die Aufgabe eines, also eine der Kernaufgaben von Staat, also da würde Philipp jetzt sofort sagen, der Zeiger, nicht? Also von, können wir dann später darauf eingehen, was mit der Zeiger gemeint ist, um Realität abzubilden, um nachweisen zu können, um Klarheit zu schaffen, um Ordnung zu schaffen, dass diese Person geboren wurde. Also das ist der Akt, der passiert. Mit der Aufnahme der Daten im Spital werden diese Daten übermittelt an den Standesbeamten und der tragt seine zentrale Personenstandsregister. Und der Rest ist dann vollautomatisiert. Die Daten werden verteilt in die unterschiedlichen Register, kommt in die Fachanwendung. Die Fachanwendung überprüft, ob die Wenn-Dann-Bindungen vorhanden sind, überprüft, ob die Daten vorhanden sind. Und wenn alles vorhanden ist, wird das Geld vollautomatisch ausbezahlt. Ohne dass noch in irgendwo ein Antrag, in dem Fall gibt es nicht mal einen Antrag der Mutter. Es gibt nur noch eine Verständigung, einen Bescheid, worüber sie mehr oder weniger aufgeklärt wird, dass das Familiengeld zugestellt worden ist. Das wäre die einfache Variante eines regelbasierten Systems und die spannenden, aus der Rechtsinformatik spannenden Fragestellungen wären, wo sind die Grenzen der Abbildung von Gesetzen aus der Hoheitsverwaltung. Wenn wir jetzt in den Bereich gehen der Prognosesysteme, dann hätten wir hier so ein das von meinem Kollegen von Yannis Charalabidis ausgearbeitet worden, unterschiedliche wiederum Datenquellen. Wir haben dann den Datenlayer, wo wir die Daten aufbereiten, wiederum den Storage Layer, hier finden Sie die unterschiedlichen Methoden. Bis hin zu den Varianten, dass wir agent-based vielleicht eine ganze Gesellschaft modellieren können und simulieren können, wie verhaltet sich Gesellschaft, wenn wir gewisse Elemente verändern und Anreize setzen. Und am Schluss der Application Layer. Abschließen möchte ich das Ganze mit einem Bild, wo sich viele, viele Fragestellungen, glaube ich, sich wieder zusammensetzen. Und zwar, wir haben zwei Achsen. Also einerseits haben wir eine Achse mit einer geringen Transparenz. Also System ist nicht offen, es ist nicht transparent. Oder wir haben ein offenes, transparentes System. Und wir haben einerseits eine geringe Integration von Policy Intelligence, also wir verwenden wenig Mittel auf der staatlichen Seite, also wir verwenden wenig Technologie, um datenbasiertes Regieren möglich zu machen, oder wir haben eine hohe Integration von Policy Intelligence im staatlichen Handeln. Wenn wir ein offenes System haben, aber es nicht integrieren in staatliches Handeln, dann wären wir bei einer Self-Governance. Also mag vielleicht für den einen oder anderen unter Ihnen eine großartige Vorstellung sein, dann sind wir wirklich für uns selbst verantwortlich, nicht? Also wir haben offenes System, wir wissen, woher die Daten kommen sind, wir programmieren die Algorithmen selber in einer komplett offenen, transparenten Art und Weise, sind aber losgekoppelt von staatlichen Strukturen. Variante 1. Variante 2, wir privatisieren das Ganze und überlassen es Amazon, Facebook, Google, weil die einfach die besseren Daten haben. Also die haben mehr Daten, die sind qualitativ auch höher, besser, weil sie es über die unterschiedlichen Bereiche gut abbilden können. Das heißt, wir haben wiederum geringe Einbettung in ein staatliches System und haben keine Transparenz. Wir wissen nicht, was der Algorithmus macht, wir wissen nicht, welche Daten genutzt werden. Dritte Variante, wir haben das Unsichtbare, also die unsichtbare Steuerung. Alles gut. Also Staat weiß, was wir tun sollen. Wir tun es auch, weil wir in die richtige Richtung die Anreize gesetzt werden. Die Gesellschaft funktioniert. Und weil die Folie von einem Griechen ist, ist das vierte Modell. Ja. Ist es die offene Agora, nicht? Also ist es, wir nutzen Technologie in einem hohen Ausmaß für die staatliche Steuerung. Wir nutzen Daten, wir nutzen Algorithmen, aber in einer offenen Art und Weise, in einer hohen Transparenz, sodass es nachvollziehbar ist, wie wir gesteuert werden, warum die Anreize gesetzt werden und setzen auch in den politischen Diskurs, wie der Algorithmus programmiert ist und was die Zielvorgaben für den Algorithmus sind.
Und wenn wir die aktuelle Diskussion beobachten, dann ist es vielleicht weniger tatsächlich die Datenethik, sondern die Fragestelle, wie wollen wir die Daten denn in einem staatlichen System einsetzen? Und wie wollen wir es insgesamt wettbewerbsfähig halten mit autokratischen Staatssystemen? Wie wollen wir im Wettbewerb bestehen? Also das könnte zum Beispiel ein gut funktionierender autokratischer Staat sein, nicht? Also China mit dem Score-System, das sie gerade aufbauen. Die Gesellschaft wird perfekt in die richtige Richtung angereizt. Also die richtige Richtung ist die Zentralregierung vorgibt oder die auch von der Wirtschaft gefordert wird. Die Frage daher, ich glaube, die zentrale Frage ist daher weniger die Datenpolitik, die Datenethik, sondern die zentrale Fragestellung ist, wie nutzen wir Technologien, weil ich glaube, an dem Weg führt es nicht vorbei, wie nutzen wir Technologien, dass wir zu einem System kommen, das hocheffizient ist, das ganz bewusst Daten in einem hohen Ausmaß auch nutzt, um die unterschiedlichen Prozesse zu unterstützen, gleichzeitig aber auch sicherstellt, dass gerade dann, wenn ein Algorithmus politische Entscheidungen trifft, über die zentralen Indikatoren, die im Algorithmus gesetzt werden, auch der politische Diskurs stattfindet. Und damit bin ich am Ende meines Flugs A durch die Geschichte und B durch die Annäherung über die Datenregulierung bis hin zur Fragestellung, wie nutzen wir Technologie, Daten und Algorithmen in einem digitalen Zeitalter. Und ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dank dir, Peter. Du hast uns erst eingeführt in die Welt, wo die Ökosysteme, die Datenökosysteme, in denen wir interagieren, politisch strukturiert wurden, manchmal zufällig. Ob das jetzt DARPA war oder ob das Google war oder Jimbo Wales und Wikipedia. Du hast uns dann Lust gemacht auf Politik, die datengetrieben ist, weil sie was kann. Und dann am Ende hast du uns ganz schön ermahnt, dass wir vielleicht nicht einfache datenethische Fragen stellen sollten, sondern ganz strukturelle Fragen über die Verfasstheit unserer Polisse, die wir doch so ausgestalten wollen, Politiken, die wir ausgestalten wollen. Ich denke, du hast uns da einiges zum Nachdenken gegeben und da haben wir richtig Lust drauf. Wir haben jetzt sowas wie 10 Minuten Zeit, in dem wir gemeinsam hier diskutieren und dann wollen wir uns nochmal 10 Minuten nehmen, um irgendwie, wahrscheinlich gibt es gar keinen Kaffee da draußen, aber 10 Minuten Zeit, um uns die Füße durchzutreten, bevor wir hier zum nächsten Thema gehen, aber wo wir auch weiter diskutieren können, aber auf jeden Fall die Anstöße sind da. Ich sehe auch schon einige Hände, insofern, ich vermute mal, dass es Mikrofone gibt. Ja, genau. Und insofern Olaf Konstantin Krüger. Ja, vielen Dank. Direkt zu einer Ihrer Folien. Da ging es um das antragslose Familiengeld. Mhm. Die Frage geht in die Richtung, nicht zu bestreiten, dass das System wahrscheinlich funktionieren würde, sondern um die Unwägbarkeiten. KI kann ja zum Teil auch jetzt schon Unwägbarkeiten, also das sogenannte Chaos, einfangen und berechnen. Wie ist es aber mit dem großen Generalthema der Migration beispielsweise, weil es ja auch um die Familie geht und um das Kind, das geboren wird? Wie würde ein solches System es erfassen, dass ein Kunde, wie er heute ja genannt wird, oder ein Subjekt, um es mal zu anonymisieren, nicht mehr im System ist, wenn es migriert und doch wieder in das System hineinkommt und gefördert wird von dem Staatsgebilde, wenn es im System ist. Beispielsweise Freizügigkeit der EU, wie machen wir das mit sogenannten Ausländern, die aber trotzdem EU-Bürger sind, wie machen wir das mit Migranten, die nicht EU-Bürger sind. Würde ein solches System ebenfalls funktionieren? Das, ja.
Das System kann natürlich, ich habe jetzt, gibt noch ein paar Auswertungen auch, also wie gut das System funktioniert. Eine der Zahlen ist, in 60% der Fällen kann es vollautomatisiert die Überweisung anweisen. In anderen Fällen muss nachgearbeitet werden, entweder durch Eingabe durch die Nicht-Antragstellerin, also die dann darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass sie fiktiv ein Antrag eingegangen ist und dass folgende Informationen fehlen. Und insofern wäre das in dem Fall relativ einfach. Ich würde bei diesem Beispiel auch nicht von KI sprechen. Ich glaube, das ist wirklich ganz bewusst ein sehr einfaches Beispiel, wo wir sehen, regelbasierte Systeme ist an sich nichts Neues, muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich eine sehr alte Geschichte, also die kann man auch entweder bis Jahrhunderte zurückgehen, weil es ein relativ einfaches, regelbasiertes Verfahren ist, das hier abgebildet wird. Der Grund, warum wir es noch nicht gemacht haben, ist, weil die Qualität der Daten nicht vorhanden war. Ja, das ist, also wir haben jetzt keinen großen technologischen Durchbruch, dass wir jetzt ein relativ simples Verfahren mit 4-5 Abfragen automatisiert durchführen, sondern das liegt einfach daran, dass ich dazu eine relativ hohe Datenqualität brauche in den harmonisierten zentralen Registern. Und allein das Wort zentrale Register oder harmonisierte Register würde wahrscheinlich jetzt die nächste Diskussion aufmachen in Deutschland. Wenn wir das jetzt in den Staaten wie Estland, Dänemark, Österreich betrachten, dann haben dort die Register, die teilweise zentral geführt werden, teilweise sehr gut harmonisiert sind, über die letzten 10 Jahre eine so hohe Qualität erreicht, dass man jetzt darüber ernsthaft nachdenken kann, regelbasierte Verwaltungsverfahren tatsächlich vollautomatisiert durchzuführen. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist eine sehr politische Frage, die wird aber durch solche Elemente vielleicht sogar sichtbarer. Weil immer dann, gut geschriebenes Gesetz ist ja eigentlich fast wie programmierter Code, nicht? Also es darf kein logischer Fehler drinnen sein, es sollte eigentlich präzise formuliert sein. Und wenn wir auf unpräzise Begriffe treffen, dann ist es oft dem politischen Kompromiss geschuldet, warum der Begriff so unbestimmt ist. Ist ein Grund. Ich sehe auch einige Zweifel. Es gibt natürlich auch weitere Gründe, weil man nicht alles formalisieren kann. Aber ich habe das österreichische Mietrecht im Kopf und da sehen wir einfach, da sind viele Elemente, die einfach auf politische Kompromisse zurückgeführt sind. Aber es gibt natürlich auch Grenzen der Formalisierung, dass man ganz bewusst auch unpräzise Begriffe verwendet, weil man nicht alle Möglichkeiten abbilden kann. Für diese Elemente gibt es dann zwei Varianten. Entweder wir haben tatsächlich einen Algorithmus, der dieses Ermessen selber beurteilen kann, indem wir ihm genug Elemente mitgeben zur Ermessensabwägung. Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es ein wunderbares Default-Methode. Es wird wieder der Mensch in den Prozess mit eingeschaltet und wir haben eine gute Kombination von Mensch-Maschine. Also das ist tatsächlich relativ unproblematisch und hängt nur von der Datenqualität ab. Ja, danke auch von mir für den guten Vortrag. Ich würde mich interessieren für die Lernenden und die regelbasierten und die fallbasierten Systeme. Mhm. Wenn Sie sagen, also wir sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, ja, und da möchte ich jede Entscheidung, die für oder gegen mich getroffen wird, nachvollziehen oder anfechten können. Dazu gehört natürlich, dass die andere Seite begründet, wie die zustande gekommen ist. Ja. Das ist bei regelbasierten Systemen offensichtlich, wenn die Regeln, die kann ich dann einsehen, kann sagen, so und so wurde entschieden. Fallbasiert kann ich mir nicht ganz vorstellen. Da würde ich mich freuen, wenn Sie es differenzieren könnten zu den regelbasierten, wo da der eigentliche Kernunterschied ist. Und die spannende Frage ist, würden die lernbasierten Systeme Ihrer Ansicht nach irgendwann so weit sein, kommen können überhaupt, dass die mit einem Rechtsstaat, wie wir uns vorstellen, vereinbar sind? Ja, glaube ich, das, was Sie ansprechen, das ist, glaube ich, auch ein Kernelement der aktuellen Debatte rund um Algorithmen, die Nachvollziehbarkeit, nicht? Also fällt auch immer wieder die
im Allgemeinen gehalten, und dann gehe ich ganz kurz auf den Start ein. Nicht, also der Algorithmus TÜV, der vielfach gefordert wird, das ist so ein Element, das sich durchaus auch Bevölkerung erwartet. Das haben wir in einer Umfrage, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, auch als ganz klares Ergebnis bekommen. Also die Bevölkerung erwartet sich eigentlich jetzt Aktivität der Politik im Bereich der Regulierung, wobei das sehr schwierig ist, nicht, weil man noch nicht genau weiß, was man eigentlich regulieren soll. Und man weiß auch noch nicht genau, wie so ein Algorithmus TÜV, was der eigentlich genau machen soll. Letztendlich ist es aber, glaube ich, eines sehr zentral, dem Menschen, also einerseits vielleicht transparent zu halten, da hat eine Maschine entschieden. Also das ist keine menschliche Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung einer Maschine, erstens. Das zweite Element, dass es begründet wird. So wie, Sie haben es angesprochen, in einem demokratischen Rechtsstaat wird ein Verwaltungsverfahren mit einem gut begründeten Bescheid abgeschlossen, nicht? Also wo aus welchem nachvollziehbar dargestellt, warum so entschieden worden ist. Das wäre durchaus auch eine spannende Aufgabe in der Entwicklung von Algorithmen, dass sie am Ende des Prozesses das auch wieder so darstellen, dass es für uns lesbar ist. Es nützt uns ja nichts ein offener Algorithmus, den nur 2, 3 handverlesene Experten, Expertinnen vielleicht analysieren können, sondern diese Nachvollziehbarkeit kann daher wiederum nur über Sprache letztendlich dann hergestellt werden. Das bedeutet sowohl für regelbasiert als auch für fallbasiert die Antwort, ja, muss so programmiert sein, dass am Ende des Tages ein nachvollziehbarer Bescheid rauskommt. Und bei fallbasiert könnte ja dann auch die Beweggründe, die zu seiner Entscheidung geführt haben, auch dementsprechend darstellen. Beim lernenden System wird es vielleicht schon etwas schwierig, könnte man aber vielleicht auch in der Entwicklung mit berücksichtigen, dass das lernende System uns Menschen dann erklären muss, warum es so entschieden hat. Und das dritte Element, gerade bei lernenden Systemen, es gibt ja auch viele Bereiche im Staat, die nicht unter hoheitliche Verwaltung fallen. Denken wir nur an Verkehrssteuerung. Bei einer Verkehrssteuerung könnten wir tatsächlich fast fatalistisch herangehen und sagen, uns ist eigentlich völlig egal, wie der Algorithmus funktioniert. Wir messen einfach daran, ob er den Verkehr effizient steuert. Bevor wir zur nächsten Frage hier im Raum gehen, gehen wir in den virtuellen Raum. Genau, also probieren wir es mal. Also ich bin Magic Anton, der versucht, den Twitter-Kanal hier zu beobachten. Eine positive Nachricht schon mal, also der Stream funktioniert anscheinend sehr gut. Also es beobachten uns doch die einen oder anderen. Ja, genau. Und also deswegen auch schöne Grüße von der Frau Münch, die sitzt da also auch zu Hause jetzt am Channel. Und von ihr jetzt gleich mal eine Frage. Und zwar sind die Österreicher deutlich weiter als die Deutschen in dem Thema digitale Verwaltung. Das könnte der Eindruck sein, den man jetzt praktisch vorher so mitbekommen hat. Und haben Sie da vielleicht Gründe, Unterschiede, die zu so einem Eindruck führen können oder die den auch bestätigen? Ja, dem ist leider so. Die Kanzlerin hat es deutlicher gesagt als ich. Insofern kann ich jetzt die Kanzlerin zitieren, die, glaube ich, im letzten Jahr, nachdem sie aus Estland zurückgekommen ist, Deutschland wird Entwicklungsland. Das ist, glaube ich, auch so zitiert worden. Und das bezog sich aber jetzt nicht im Bereich auf Industrie oder IT, sondern auf den Bereich der elektronischen Verwaltung. Und das ist tatsächlich so, und das hat unterschiedliche Gründe. Teilweise liegen sie in der Kommunikation. Es sind einfach mehr Personen am Tisch, mit denen verhandelt werden muss, um gemeinsame Kompromisse zu finden. Also das ist ein sehr praktischer Grund. Aber ein zentrales Element, wodurch sich Deutschland ganz sicher unterscheidet, ist, dass es keine zentralen harmonisierten Register gibt. Und damit, das ist die Grundlage für jede Art von digitaler Verwaltung, weil wir in digitaler Verwaltung immer gewisse Elemente immer wieder brauchen. Das ist die eindeutige Identität von Personen, das ist die eindeutige Identität von Objekten und das ist die eindeutige Identität von Organisationen. Und die bilden sie Staat hat das ursprünglich mal in Papierregistern dokumentiert und der Sprung in die digitale Welt, beziehungsweise der ist natürlich vorhanden, es ist nicht so, dass Papierregister verwendet werden in Deutschland, aber man hat sich nicht durchgerungen und das hat unterschiedlich auch historische Gründe. A, wie geht man mit dem Volkszählungsurteil um, weil daraus auch abgeleitet worden ist, dass es keine eindeutige Personen
Kennziffer, Kennzeichen geben darf. Wie man zu der Ableitung kommt, die ist auch umstritten, aber das ist so. Das ist ein Element, da kann man leidenschaftlich darüber diskutieren, aber das ist etwas, was ich benötige, damit ich Register miteinander auch verknüpfen kann. A, für den Zensus oder B, auch wenn ich in weiterer Folge ein Verwaltungsverfahren habe, dass ich die unterschiedlichen Elemente aus den unterschiedlichen Registern heranziehe. Vielleicht da noch ein Satz dazu. Österreich, wir haben auch einen sehr starken Datenschutz, nicht ganz so stark wie in Deutschland. Wir haben ein System entwickelt, wo es wo abgeleitete Personenkennzeichen genutzt werden. Das heißt, es gibt nicht eine Nummer, die in allen Systemen verwendet werden, sondern es werden über unterschiedliche Hash-Algorithmen und Kombinationen von unterschiedlichen Elementen werden immer wieder aufs neue bereichsspezifische Personenkennzeichen abgeleitet. Dadurch haben wir ein durchaus sehr Datenschutz, also eigentlich ein System entwickelt für eindeutige Personenkennzeichen, das den Datenschutz in sich sehr stark ausgeprägt trägt. Weil das skandinavische Modell wird in Deutschland nicht funktionieren, wo sie eigentlich fast sprechende Nummern haben, die sie im tagtäglichen Leben überall verwenden. Und das ist tatsächlich einer der zentralen Gründe, warum Deutschland im E-Government weiter hinten liegt. Ich glaube aber nicht, dass das entscheidend ist für den Wirtschafts... Naja, das kann man jetzt diskutieren, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. So, wir haben noch 3 Minuten und auf jeden Fall noch 2 Fragen. Insofern kurze Fragen, kurze Antworten. Susanne Bisko. Ja, danke. Erstens würde ich mich gerne mit Ihnen nachher unterhalten, wo Sie in Österreich Gesetze ohne unbestimmte Begriffe kennen. So viele sind es ja nicht. Das andere ist eine Frage, wie sehen Sie das, die Problematik, welche Daten man heranzieht, um dann politische Entscheidungen, diesen Kreis zu schließen. Das macht ja auch was aus, welche Daten ich heranziehe, wie gut die Daten sind. Die Daten sind dann oft wiederum von Menschen eingegeben oder nicht eingegeben. Ja. Sehen Sie das als problematisch oder wie könnte man das umgehen? Natürlich ist jede Art von Datenanalyse ein sensibler Akt, nicht? Aber auch das ist praktisches Verwaltungshandeln, wie wir es ja heute schon durchaus haben, nicht? Also politische Entscheidungen werden ja durchaus auf der Basis vom Kenntnisstand der Domänexperten aus den jeweiligen Verwaltungsbereichen entschieden, also zumindest aufbereitet werden sie von der Verwaltung. Welche Entscheidung dann getroffen wird, hängt natürlich auch von politischen Faktoren ab. Das, was ich damit darstellen wollte, ist ja nur, dass man das Element der stärkeren Einbeziehung von Daten in der Aufbereitung für die Politik mit berücksichtigt. Mit all der Gewissenhaftigkeit, die dazu notwendig ist. Das können mal kleine Datensätze sein mit einer hohen Qualität, das können mal größere Datensätze sein, wo die Qualität vielleicht nicht so entscheidend ist, weil man ja nur eine allgemeine Tendenz daraus entwickeln will. Also insofern sehe ich das jetzt gerade diesen Teil als besonders unproblematisch. Da geht es eher darum, dass man die Kapazität und die Fähigkeiten innerhalb der Verwaltung aufbaut, neben dem sehr stark juristisch ausgeprägten Kapazitäten, die vorhanden sind innerhalb von Verwaltungen, auch die Informatik, die Sozialwissenschaft. Sie brauchen ja auch Personen, die die Systeme verstehen, damit sie die Daten in den Kontext setzen können und in ein Gesamtsystem einbetten können, um daraus dann auch Interpretationen ableiten zu können. Also das ist eher ein Appell, wie schaut die Zukunft der Verwaltung aus im Sinne der Fähigkeiten, die notwendig sind in der Spitzenverwaltung auf der Bundes- und auf der Landesebene. Herr Karl? Ja, Sie haben vorhin kurz Bezug genommen auf die eindeutige Identität von Personen, Objekten und Organisationen. Also in Deutschland haben wir dezentrale Verwaltung von solchen Informationen, aber durchaus die Möglichkeit, dass es trotzdem eindeutig ist. Mhm. Gibt es denn Beispiele von dezentraler Verwaltung solcher Informationen, wo man sagen würde, da funktioniert das durchaus? Ja, das kommt jetzt darauf an. Solange Sie in einer Stadt bleiben und diese Stadt ganz wunderbar Ihre Register in irgendeiner Art und Weise, wobei es offiziell gibt es keine Schlüssel, nicht? Das ist das erste Problem. Also wenn ich offiziell keine,
keine Zahl benutzen darf, keine abgeleitete Zahl nutzen darf, bewege ich mich immer in sehr grauen Bereich. Also insofern ist es, glaube ich, eine schon notwendige Diskussion, welche Art von eindeutigen Zahlen darf ich in meinen Systemen benutzen, um dann auch die Zuordnungen treffen zu können, nicht? Und insofern leidet natürlich die Datenqualität in den jeweiligen Bereichen, wenn sie diese Identifier nicht haben. Das heißt, sie haben mal einen Namen falsch geschrieben, sie haben mal dann Personen doppelt und dreifach, weil sich der Name geändert hat durch Heirat, Scheidung und so weiter. Und darunter leidet Datenqualität. Das kann man daher nur bearbeiten durch einen eindeutigen Identifier. Wobei man muss eins dazu sagen, die kommunale Ebene hat sich insofern ein bisschen beholfen, dass sie sehr oft, müssen wir jetzt genau prüfen, in welchen Verfahren, aber die sind vielleicht selber aufgefallen bei Verfahren, dass sie sehr oft nach Geburtsort und Geburtsdatum gefragt werden. Und es gibt ein sehr schönes Gutachten von einem Kollegen aus Speyer, der Professor Martini, der festgehalten hat, wenn man das eigentlich betrachtet, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Geburtsort, dass ja auch ein Personenkennzeichen ist, nicht? Und die Frage gestellt, legitimiert überhaupt das Verwaltungsverfahren dazu, den Geburtsort und das Geburtsdatum jedes Mal abzufragen, wenn es gar nicht notwendig ist? Der Hintergrund ist, also weil man das als Element verwendet, um eine Identifizierung herzustellen. Also insofern, das ist sicher ein Punkt, an dem man diskutieren muss. Und das Zweite, sobald Sie die eine Stadt verlassen, wie nehmen Sie von der Kommune dann die Daten mit, nicht? Also, und dann beginnen Sie wieder papierbasiert den kompletten Prozess von vorne. Wie könnte ein dezentrales System ausschauen? Ich glaube, da wird der Kollege Professor Blocher dann einen spannenden Vortrag halten, weil sich natürlich genau die Frage stellt, muss Deutschland überhaupt jetzt noch versuchen, zentral und harmonisierte Register aufzubauen? Ist es nicht eh schon viel zu spät? Weil wir wissen aus der Erfahrung, das dauert 5 bis 10 Jahre, bis die Qualität in solchen Registern dementsprechend hoch ist. Vielleicht lässt man diesen Zug tatsächlich vorbei rauschen und springt auf die und versucht die nächste Welle mitzunehmen, um das Surferbild bedienen zu dürfen. Und stellt sich die Frage, wie könnte eine Verwaltung auf einem Blockchain-basierten System ausschauen? Also wie könnten wir schaffen, dass wir dazu brauchen wir aber trotzdem eindeutige Identifikationspunkte, die uns aber dann vielleicht ermöglichen und die uns es dann ermöglichen, dem Bürger diese Datenhoheit zurückzugeben, dass der Bürger auf seine Daten, die verspeichert sind, in den unterschiedlichen Systemen auch zugreifen kann und diese auch in den jeweiligen digitalen Prozess dann mit einbetten kann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den habe ich jetzt noch nicht angesprochen. Wir trennen ja heute noch sehr stark die privatrechtliche Sphäre und die verwaltungsrechtliche Sphäre. De facto haben wir aber sehr oft Prozesse, wo sie beide Elemente finden. Sie kaufen ein Auto, sie mieten eine Wohnung und so weiter, nicht? Das sind privatrechtlich initiierte Prozesse, die in der Regel dann einen Niederschlag finden in öffentlichen Registern. Wie könnte daher so ein Prozess ausschauen, wo wir all die Daten in dem Kaufprozess beispielsweise in einer derartig hohen Qualität generieren, so dass aus dem Prozess heraus der automatische Eintrag in dem jeweiligen Register passiert. Das heißt, es würde dann kein klassisches Verwaltungsverfahren mehr geben, sondern wir hätten dann tatsächlich durchgängige digitale Prozesse. Und dazu arbeiten wir jetzt gerade einen Demonstrator aus im Bereich eines Mietvertrags mit vier Klicks, das ist so die Überlegung, mit 4 Klicks zum Mietvertrag, der im 5. Klick automatisiert die Anmeldung im Meldeamt durchführt, ist insbesondere ein ganz spannender Fall, weil sie beim Mietvertrag aufgrund des Vermietermarktes sehr viele Daten über sich preisgeben müssen, damit sie überhaupt die Chance haben, in München eine Wohnung zu bekommen. Aber ich erfahren, dass auf einige Wohnungen es 150 Bewerber gibt. Also insofern müssen sie eine große Datenfreizügigkeit haben. Was wäre aber, wenn sie es zumindest kontrollieren könnten? Dass sie sagen, ich gebe für diese Überprüfung, um ein möglichst hohes, das mag jetzt keiner hören, aber um ein möglichst hohes Scoring zu bekommen, gebe ich meine Daten frei, aber ich habe zumindest die Datenhoheit darüber, ich sehe, was in der Schufa steht. Nicht? Also wenn wir uns vorstellen, die Daten, die dezentral verspeichert sind, in Silos bei Schufa und Co., im öffentlichen Bereich, wenn wir diese Daten dem Bürger
oder dem Kunden oder dem User zur Verfügung stellen und er kann dann entscheiden, welche Daten er in den Prozessen zur Verfügung stellt, um voll digitalisierte Prozesse abzubilden. Und damit ist man dann schon relativ nah an dem Thema, was der Professor Blocher dann im Anschluss bringen wird. Wie könnte so eine dezentrale Blockchain-basierte Welt dann ausschauen?